Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Metro 2033 Redux. So, wir sind immer noch in der Unterführung und suchen nach einem Weg. Und da oben ist dieser Flugsaurier und guck mal. Ja, tatsächlich, ein Menü. Stand wahrscheinlich x-mal schon in den Kommentaren. Ich konnte es nicht lesen, ich nehme die Folgen alle mehr oder weniger an einem Stück auf. Aber das hat bei mir vorher nicht funktioniert. Ich habe Tabulator gedrückt, als gäbe es kein Morgen mehr. Naja, jetzt weiß ich's. Aber man kommt auch ohne das Teil durch. Man kann die Waffen ja auch anders wechseln. Jetzt wäre es aber halt schön. Oh, da schießen wir doch glaub mal drauf, wenn der Päuschen macht. Ich weiß halt nicht, ob man den besiegen kann. Oder ob der einfach irgendwie ja einen bisschen stören soll, während man hier guckt, wo es weitergeht. Vor allem, wenn man nicht weiß, wo es weitergeht. Ich gehe erstmal hier runter. Da kommt er nämlich schon wieder. Mal kurz. Nein, falsche Knarre. Wir nehmen mal die. Damit kann man so schön reinbrettern. So, ein bisschen getroffen haben wir. Aber ich habe tatsächlich die Idee, beziehungsweise die Furcht, dass man den nicht töten kann. Also, dann müssen wir irgendwie... Ich hänge fest. Dann müssen wir anders irgendwie weiterkommen. Aha, das geht aber. Okay, aber nee, geht doch nicht. Hier ist eine Alpha-Wand, so wie es aussieht. Da komme ich tatsächlich nicht lang. Es ist ja ist ja ein Elend. Ist hier noch was? Nein, sieht ein bisschen aus wie Karies auf dem Zahn. Was da als Eis. Oh, 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 okay. Blödes Vieh. Anders kann man es nicht sagen. Wo geht's denn hier weiter? Das muss doch irgendwie zu ergründen sein. Hier nicht. Und eben immer ein bisschen gucken. Hat nur eigentlich schon dabei. Das wurde wohl nicht mehr geladen. Ich habe den Spielstand neu geladen. Weil es eine neue Session ist. Okay. Aber jetzt schmeißt uns doch da runter, wo es weitergeht. Das wäre doch noch eine Idee. Wahrscheinlich wieder ins Wasser rein. Nee. Aber Schmerz. Jetzt kann ich ja mal gucken. Nee, geht nicht mehr. Okay, aber man müsste doch eigentlich, wenn man hier Tabulator drückt, hier oben irgendwie... Aha, ja, die Waffe wechseln. Ich wollte mal gucken wegen Sanitätsware. Wegen Heilung, wegen Sanitätsware. So, hier geht es also nicht weiter. Aber immer ein bisschen raufballern und den Filter wechseln. Wir sind hier irgendwie falsch, würde ich behaupten. Gut, dass ich das auch schon gemerkt habe, aber wo wäre denn hier richtig? Das ist halt die große, große Frage. Oh! Ja, der ist halt schon, der ist giftig, der Kerl. Wir rennen mal hier lang. Da waren wir schon. Hier ist dieses Haus, da waren wir schon drin. Kein Plan, wo es lang geht. Aber ich glaube, wenn es anfängt, hier mit dem Geigerzähler rumzumachen. Try, da ist ein Pfeil. Okay, der führt nach hier hinten. Ich nehme mal an, das ist irgendwie für uns, hoffe ich mal. Ich weiß es nicht. Hier unten geht es auch rein. Aha, sind wir sehr weit gekommen. Okay, aber die Richtung wäre dann die richtige. Die richtige Richtung wäre die richtige. Das ist schon mal toll. Dann müsste doch jetzt... Da oben ist wieder ein Pfeil. Ah, okay. Moment, Moment, Moment. Das ist neu. Oh, und ein. Wie nehme ich denn das Messer? Ja, du kannst bellen, kein Problem. Ich hätte gerne das Messer. Wenn wir hier das mal so machen. Ich komme nicht zum Messer. Aha, das war der Nahkampf. Wie blätter ich denn hier durch? Moment, ich muss mal gucken. Mit W. Nee, da bewege ich mich immer noch. Ich sehe mein Mäuschen nicht. Irgendwie scheint mir, die Einstellungen, die sind semi-optimal bei dem Ganzen. Naja, wir brauchen natürlich das Messer nicht. Wir können es auch so machen. Ist ein bisschen die radikalere Version. Hier ist nichts mehr. Hier geht's. Oh, Moment. Ja. Käse. Ah, mit Q. Ja, muss man alles wissen. Stand ja nirgends. Oh, schon wieder was ausgelöst. Jetzt vor lauter Freude, dass wir das gefunden haben, werde ich zu, oder bin ich zu unaufmerksam. Hier ist doch alles mehr oder weniger voller Fallen. Aber wir leben noch.
Das heißt, noch. Wir leben noch. Schon wieder irgendwas aktiviert. Was war das? Ich muss mehr aufpassen. Ich freue mich dann immer, wenn ich hier Sachen finde. Und ein Tonbandgerät. Aha. Ich habe die schwere Ausrüstung genommen und bin nach Norden zur Messestation gegangen. Die haben riesige Probleme mit unseren alten Freunden. Wenn ich in ein paar Tagen nicht zurück bin, versammle unsere Männer und sag dem Oberst Bescheid. Viel Glück! Dankeschön, das können wir brauchen. Viel Glück. Und zwar dringend, so wie ich spiele. Na, ist ja... Ja, ich sag's immer wieder, mein Gott, ich spiele nicht, um Skill zu zeigen, sondern weil mir die Spiele Spaß machen. Das ist eigentlich ganz einfach. Und das macht eben doch auch Spaß. Auch wenn ich gesagt habe, Teil 2 ist besser. Wahrscheinlich ist Teil 2 besser. Es ist Teil 2. Bei Videospielen ist es ja doch öfters mal so, dass die zweiten Teile natürlich besser sind wie die ersten. Ganz einfach, weil sie später erschienen. Oder später erscheinen. Und dann ganz andere technische Voraussetzungen haben. Aber Spaß macht's trotzdem. Also, jetzt gucken wir mal. Hier geht's tief runter. Und nirgends rein. Da kriegt man den Drehwurm. So, nehmen wir natürlich mit. Immer noch auf Fallen achten. Nee, diesmal nicht. Ich dachte, ja, eben. Unter den Treppen enden oder anfangen, da ist ja meistens was. Hier komme ich auch nicht weiter. Aha. Da ist eine Lampe. Den haben wir durchsucht. Okay. Da wird schon dran rum genagt. Das muss jetzt sein. Als Rache dafür, dass der sich da an dem armen Kerl vergriffen hat. Licht machen wir mal aus. Die tun uns nichts. Also von daher, ich werde jetzt nicht jedes von den Teilen dem Erdboden gleich machen. Das bringt einfach nichts. Ich glaube, die beißen einem nicht mal in die Zehen. Die sind doch relativ possierlich, die Teile. Da geht's rauf und hier geht's raus. Aber wahrscheinlich woanders raus. Aha. Dafür hätte ich aber gerne eine Belohnung. Jawohl, sehr schön, danke. Wir sind aber wieder voll. Wenn ich das richtig deute. Und jetzt ist die Frage, wo geht's hier weiter? Wir können da im Haus drin natürlich noch ein Stückchen weitergehen. Hier kann man, glaube ich, runter. Sehe ich das richtig? Nein, kann man nicht. Hier liegt nämlich noch einer. Da kommen wir aber auch nicht weiter. Okay, es ist leicht verwirrend, das Ganze hier, mit wo es lang geht. Sind wir von hier gekommen? Wahrscheinlich nicht. Nein. Definitiv nicht. Doch. Definitiv doch. Okay, jetzt habe ich wenigstens die Orientierung wieder. Wenn man das Orientierung nennen kann. Ach, da sitzt der andere. Hätte ich mal das Licht nicht ausgemacht, dann hätte ich mich dran erinnert. Also, jetzt ganz langsam. Hier geht's noch rauf, haben wir gesagt. Genau, bis zu dem hin. Dann wäre das auch zum zweiten Mal geklärt. Das heißt, es geht also tatsächlich hier draußen weiter. Jetzt muss ich aber tatsächlich mal ein bisschen gucken. Auch wegen den Fallen. Nicht, dass wir hier reintappen. Jetzt geht's wieder raus, das heißt, der Flugkollege ist je nachdem wieder unterwegs. Filter wechseln. Immerhin können wir das jetzt mal in Ruhe, ohne dass wir gerade wieder irgendwie so einen Flugsaurier am Genick haben. Das ist beruhigend. Mal gucken, was wir hier noch Schönes haben. Da sitzt wieder einer. Er hat noch ein paar Filter für uns. Oh! Ich wollte gerade sagen, und dahinter ist so ein Teil. Aber das war gar nicht dahinter. Also, ja doch, irgendwie war es dahinter. Ich dachte, hinter der Mauer. Nö, nö. Das war nicht hinter der Mauer. Das hat da gelauert. Oh, guck mal an. Gut gemacht. Haben wir es doch noch geschafft. Sehr gut. Wir sind fast da. Nur noch einen Hof weiter. Okay. Muss ich mich hier noch umsehen, oder? Wir laufen mal. Wir sind eigentlich, glaube ich, relativ gut ausgerüstet. Glaube ich. So, mal mit Tempo. Aussehen tut schon cool. Da ist der Mist.
Oh, da oben. Meinst du den oder welchen Mistkerl meinst du? Ja, ja, er meint den Vogel. Wo ist er hin? Lass uns weitergehen. Ja, würde ich auch sagen. Ich habe immer Angst, er bleibt hängen. Scheiße. Kannst du sie hören? Ja. Lass uns ein Stück zurückfallen. Klar und deutlich. Na, dann fall mal. Dann weiß ich, wo ich... Verdammt! Du nimmst den Rücken. Oh! Du nimmst den linken, ich den rechten. Ich glaube, ich habe gerade mal beide erwischt. Es ist, was mich ärgert, ist, dass die kein Loot haben. Also ich möchte irgendwie, wenn ich mich schon mit denen anlege, irgendwie eine Art der Belohnung haben. Boah, so viele? Echt jetzt? Ich mache irgendwie gar nicht mehr Kim und Korn, vor lauter Hektik. Da kommen echt noch mehr. Müssen wir nicht weg hier? Können wir nicht irgendwie... Nee, geht nicht. Ich versuche es mal nochmal mit Kim und Korn. Aber irgendwie ist die Maus-Sensitivity auch fast ein bisschen zu hoch. Halt, das war der Kollege, aber da können wir nichts machen. Von oben kommen sie auch noch. Oh. Ja, ich komme, sobald ich kann. Sobald uns hier das Tier wieder loslässt. Oh. Ja, das kann nicht gesund sein. Arg. Und jetzt, wo ist er hin? Nicht, dass wir den jetzt schon wieder verloren haben. Volle Kraft. Ja, da bin ich, da bin ich, da bin ich. Spring, ich spring. Oh. Eieiei. Wow. Und nu? Als wir in den Untergrund gingen, erschreckte es mich, dass meine Stadt nun ein fremder und feindlicher Ort war. Ich hatte mich hier sicher gefühlt, in der Dunkelheit der Metro. Umso mehr, als Bourbon behauptete, er hätte in der trockenen Station Freunde. Na, das wäre ja auch mal wieder was, wieder mal ein paar Freunde finden. Hör gut zu, die Station ist unter Kontrolle der Banditen. Wir müssen leise sein und uns umsehen. Wenn wir meine Freunde nicht sehen, müssen wir weg. Okay. Irgendjemand scheint ein Fest zu feiern. Oder eine Trinkrunde. Ich erinnere mich an dieses Gitter. Wir müssen nur... Ja, was denn? Scheiße, da passe ich nie durch. Na gut, du bleibst hier. Klingt... Und drin. Wir sind gut. Klingt eigentlich relativ einladend. Oh. Halt! Wer bist du? Hey! Ich brauche Licht! Ohohohoho! Wen haben wir denn hier? Es ist Bourbon, der Geldmacher. Und wer labert da? Bring mich zu deinem Boss. Ich habe etwas mit ihm zu besprechen. Der Boss? Aber natürlich! Der Boss soll es also sein! Wo solltest du sonst hinwollen? Ich kann mich nicht bewegen. Okay, das reicht. Sonst müssen wir ihn mitschleifen. Bewegung. Das bringen wir später zu Ende. Bewegung. Na? Ja, das sieht nicht nach Freunden aus. Irgendwie. Was machen wir denn jetzt? Jetzt bewegt er sich wieder. Er guckt. Ich kann mich immer noch nicht bewegen, also ich kann nicht steuern. Schau mal, ob er etwas vergisst. Ich sehe seine Sachen nicht. Oh oh. Gute Idee gewesen. Hier gibt es nichts als Ratten. Na gut, dann gehen wir. So, nehmen wir gleich mal noch mit. Einmal Wumme. Okay. Das war die Wumme, die wir hatten. Jetzt ist die Frage, welche ist besser? Hier haben wir so viel Munition und hier haben wir so viel Munition. Ja, das macht keinen Unterschied. Wir nehmen mal die Knarre. Aha. Hier können wir raus und hier wahrscheinlich nicht. Oh, doch. Alternativen. Ich würde sagen, wir nehmen mal die Alternative. Irgendein Geräusch. Wer bist du? Hey Leute, jemand hier?
Weiß nicht, war das clever oder hätte ich irgendwie eher schleichen sollen? Ich weiß es nicht. Aber wenn man mir ein Gewehr gibt, gehe ich davon aus, dass ich schießen soll. So, ein Messer. Und hier ist nichts mehr. Also dann geht es in die Richtung. Und irgendwie scheint sie sich eh schon wieder halbwegs beruhigt zu haben. Siehste? Interessant. Da erschieße ich einen. Wir können natürlich im Prinzip auch schleichen. Es ist nicht so, dass wir... Oh. Und wo kam das? Muss das so sein? Mir scheint fast so. Schnell weg hier. Oh. Ja, keine Chance. Aber sowas von keine Chance. Vielleicht doch schleichen. Ich schleiche eigentlich gar nicht mal wirklich gern, aber... Ja, wenn es denn sein muss. Wir nehmen mal die Knarre. Also, dieser Alternativweg war schon mal nicht so ideal. Aber der ist natürlich auch nicht ideal hier. Der ist eigentlich von dem her ideal, dass wir hier Munition finden. Ich kann ja mal gucken, wenn ich hier mit dem Nahkampf... Angriff was mache, ob das leiser ist. Aber der sieht uns. Also das, ich glaube nicht, dass Schleichen eine Option ist. Oder habe ich nicht sogar mal gelesen, man kann das Spiel eben entweder schleichend machen oder nicht schleichend. Okay, das hat geklappt, aber mit der gleichen Wirkung wie vorher. Nämlich, dass wir eigentlich, wenn man es genau nimmt... Ja, nee, sie haben uns nicht entdeckt. Die haben nur Lärm gemacht. Aber Lärm ist ja okay, solange sie uns nicht auf die Pelle rücken. Das wäre dann weniger okay. Gut, jetzt haben wir die Sachen wieder eingesammelt. Jetzt ist halt die Frage... Ich weiß, falsche Richtung. Ich gucke nur noch mal. Vielleicht hat ja jetzt doch noch irgendwie was gespawnt da. Man weiß es ja nie. Ist halt auch der Schleichmodus hier ist natürlich relativ beschränkt. Ich kann nur in die Hocke gehen. In der Steuerungsanleitung steht zwar kriechen, sei das... Aber das ist für mich kein Kriechen. Da komme ich nicht mehr rein. Okay. Wisst ihr was, liebe Leute? Wir machen ein Päuschen. Ich verstecke mich hier hinten. Warte 24 Stunden. Und morgen um 19 Uhr mache ich hier weiter. Gut, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid morgen auch damit dabei. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.